Morgen, Leute. 6 Uhr. Ja. Ach, ist schönes Wetter. September, okay. Rasenmähen? Nein. Nicht nötig. Und durch die Runde bewegen. Ist ja leise, gell? Jedes Mal der gleiche Zug. Mal, warum muss ich das eigentlich jedes Mal suchen? Ja, schlimm. So. Passt. Der Motorsound ist recht merkwürdig. Der blubbert so bis keine Ahnung was. Sound macht mich richtig mit von dem. Naja. Was jetzt? Was machen wir heute? Wir müssen mulchen. Der Händler hatte noch irgendwas für uns. Wollte ich dem Doll aber auch zeigen. Ach, guck mal hier. Ein Lambo steht hier. Der gepennt eigentlich. Ach, ich bin auch noch nicht richtig wach. Ach, guck mal an. Kleineren hat er nicht gefunden. Einen wunderschönen Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. Ich muss ja sagen, in diesem Glas schläft sie ja wunderbar, ne? Einwandfrei. Wenn wir am Lambo pennen können. Nee, der ist ein bisschen tief. Ja. So, was mir beim Schlafen so in den Sinn gekommen ist. Du musst doch dein Feld jetzt dann mulchen, oder? Oder pflügen oder was der Geier was. Ja. Kommst du irgendwie an einen Ochsenkarren ran? Hast du schon irgendwie so Pferde gespannt, Ochsenkarre, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Weil, du weißt ja, ne, lieber Winkel, Dieselpreis 4 Euro und der Bot zerdrückt dich, glaube ich. Achso, ja. 4,80 Euro oder irgendwie sowas. Ja, also am liebsten wäre es ja dem Herrn Meier, wenn wir quasi auf Lieper Winkel mit Ochsengespann arbeiten, statt mit Treckern. Und Meier wird sich wundern. Jetzt habe ich mal überlegt, ich entführe den Herrn Meier schleppt den quasi hierher und du besorgst den Ochsengespann und dann muss er da ein kleines Feld, was wir jetzt da noch nachts fertig gedroschen haben, mit dem Ochsenkarren quasi aufbearbeiten. Hm. Das können wir machen. Und du musst mit dem... Händler, wolltest du mit? Wolltest du ja, hingehen? Ich gehe gleich mit. Du musst mit Herrn Meier nicht reden, ja. Also ich werde den Igor und den Jaroslav beauftragen, dass die den quasi einsacken, dann daherbringen und dem beibringen, dass der quasi mit dem Ochsenkarren dein Feld mulchen darf. Ich habe sämtliche Traktoren in Liepe jetzt auf diesen Hof angemeldet. Oh. Ich schicke dem Derbauer eine Mietrechnung für die Fahrzeuge. Okay. So, kann man machen. Heiligsblechle, hör mal, ey, was hast denn du da für ein schickes Auto? Ja, cool, ne? Wahnsinn. Naja gut, wenn man Chefin von so einem riesen Lohnunternehmen ist, dann muss man ja so eine Karre fahren, ne? So, wir haben was bekommen zum Testen. Oha. Okay. Oha. Ich ahne es. Was denn? Kann ja nur irgendwas gewaltig Großes sein, oder? Noch länger? Okay, das ist die Rückenmaus. Ja, für Kartoffeln. Aber ja, warum aus? What the hell is this? Da kommt... Okay. Also der schaut ja mal ganz wüst aus. Wenn der nur mit einem Schneidwerk arbeitet, dann lohnt das ja auch nicht, oder? Was zur Hölle ist das? Doch, ganz viele Knöpfe. Ja, wunderbar. Ich sehe ganz viele Knöpfe, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Gerät sein soll. Ja, dies hier nennt sich jetzt WSVS TR13. Ja. Gesundheit. Oh, warte mal. Original ist von Nex oder Nexa Nachbau. Ah, Nex hat Nachbau. Ja, jetzt hat. Jetzt klingelt's langsam. Das halt. Damit willst du durch Polen fahren? Ernsthaft? Komm schon nicht einmal aus der Einfahrt raus. Ja, das tue ich auch so. Oh. Aha, jetzt verstehe ich's. Oder kann das Ding die Räder schwenken? Das schaut zumindest so aus, ne? Wir brauchen ein entsprechendes Feld, was groß genug ist. Oh wow. Oh wow. Ja moin. Cool. Nicht schlecht, der Specht. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ne? Setz mal rein, geh mal rein. Das Ding gehört dann hier irgendwie dran, oder wie? So, Vorsicht, ich fahre. Wie soll das funktionieren, okay? Ja, muss das vorne oder muss das hinten ran, oder wie machen das hin? Das ist eine gute Frage. Hier sind Knöpfe. Oh, probieren wir doch einfach mal aus, hä? Also hier muss auf jeden Fall später ein Schneidwerk dran. Ja, macht Sinn. Aber... wird bestimmt vorne angeholt. So. So. So, das müsst ihr bloß noch umschalten, oder? Eine Frage. Oha. Ey. Hallo. Was auch immer du da versuchst, wenn das der Händler sieht, haut er dir den Kopf zwischen Ohren weg. Ich hab Fragen. Oh, jetzt schaut's gut aus. Ha. Siehst du? Ah, okay. Naja, und da gehen wir jetzt zum Schneidwerk dran, okay? Ah ja, aber das geht nicht, solange das Gerät angekuppelt ist. Interessant. Ja. Ja, moin. Ja, das wird noch lustig. Neueste Technik. Ja. Aber erst im nächsten Jahr verwenden. Ja. Jetzt muss ich bloß noch nach meinem Auto gucken und dann hau ich wieder ab. Also, ich muss erstmal einen Kaffee haben hier. Ja, ja, mach das. Ne, und ich fahre wieder auf Lieper Winkel. Also wie gesagt, wenn da so ein schwarzer Transporter auftaucht und der hinten so ein Minikit drinnen hat, dann ist es der besagte Herr Meier, der dir dran fällt, quasi, bearbeitet. Okay, und ich besorge so ein Ochsending da. Das wäre wunderprächtig. Sehr schön, das wird lustig. Und wir müssen den Bauer noch anrufen, der braucht nämlich ein Alibi für die Zeit. So braucht der ein Alibi? Ja, nicht das, dann hast der Bauer hat den Meier entführt. Was schon? Der Bauer ist ja in Dingens. Ja. Aber es kommen trotzdem unangenehme Fragen und dementsprechend. Ah. Handschuhe und so weiter anziehen, dass da bloß keine DNA an dem hinterlassen wird. Genau, genau. Gut, so, wir kommen jetzt am schnellsten wieder raus aus der City. Ich glaube, links rum, oder? Bei dir vom Hof runter und dann links. Wo bist du denn hergekommen? Rechts. Ja, aber das war ewiges Rumgekurve. Ach so, ne, ach, keine Ahnung, fahr einfach. Guck mal einfach. Ja, guck mal auf die Karte. Ich schau mal auf die, ja genau, Karte wäre jetzt. Da sind wir. Hier raus. Je ja nachdem, doch, links. Links und rausfahren. Dann, ja, links und dann der Straße noch. Genau. Ja. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Ja, vielen Dank und lass es dir gut gehen, ne? Jo, gleichfalls. Lasst euch nicht ärgern, dein Liebe. Ah, Ivo, ich gebe mein Bestes. Bis dann. Bis dann. Vor Vigi und je, ne? Lässt alles hier mitten in der Gegend stehen. Unglaublich. So, dann wollen wir mal ein bisschen Gemüse anbauen hier. Ich weiß gar nicht, wo der Doll abgeblieben ist. Hm. Naja, mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, sämtliche Maschinen auf Polen umgemeldet. Und, ja, das ist schon eine coole Sache. Übrigens nicht wundern, die Maschinen hier säen doch recht merkwürdig an. Das sieht man jetzt hier bei der Ansaat selber nicht. Aber später. Sieht der jetzt an oder sät er nicht an? Doch, er sät an. Deswegen fahre ich hier auch kreuz und quer. Es wird auch kreuz und quer angesehen. Mal gucken. Aber gespannt, wann der doll auftaucht hier. Sein Gelände da, das haben sie jetzt auch mal inzwischen platt gemacht. Hm. Das ist schon, ja. Ich kann das vielleicht auch, ja, mal sehen. Und dann. Was? Klingelt nur einmal, kann es nicht wichtig sein. Der Bauer. Ja, der Doll, servus. Moin Doll, sag mal, du alle Sorge, wo steckst du? Ich bin wieder da. Komm aus. Du bist wieder da. Ich bin wieder da. Erst Zeit, treffen wir uns auf einen Kaffee. Wo warst denn du? Das erzähle ich dir, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen. Ja, ich bin hier gerade am Gemüse anbauen. Ja, ich seh's. Gemüse anbauen. Hast du das jetzt wirklich an? Ja, mit den Dämmen, das hat keinen Sinn. Und wenn du dir guckst, die Karotten sind gewachsen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie so Hexenkreise oder so wie bei Pilzen, weißt du? Die wachsen, wie sie wollen. Das ist ein sehr interessantes Muster. Du hast, du hast was angebaut? Karotten, rote Beete. Ja, gesunde Sachen, hör mal. Kann ich verkaufen an Bonduelle. Ah ja. Nee, hast den Bock, dass wir uns irgendwo auf einen Kaffee mal kurz treffen irgendwie? Mann, das läuft doch nicht davon, oder? Wo willst du? Dann lass ich das hier in Hiwi weitermachen. Ja, Bäckerei oder so? In welcher Bäckerei? Naja, hier beim Supermarkt. Ach so, hier bei Julias Bäckerei, ja. Ja. Schon. Lecker Kaffee schlürfen. Ach Gottchen, ich wach hier. Ne, können wir wohl machen, kein Thema. Ja, dann fahre ich da schon mal hin und da warte ich dann auf dich. Okay. Lass ich das ein Hiwi machen? Ich glaube, ich laufe da gerade hin. Das ist immer ein bisschen Jogging am frühen Morgen. Ja, wunderbar, dass der Anbau geklappt hat. Ja, Unkraut halt, ne? Gut. Egal. Oh, ich habe heute Morgen meinen ersten Kaffee habe ich mit Red Bull gekocht, du. Junge. Ich muss aufpassen, dass ich vor Geschwindigkeit nicht also dass meine Beine nicht schneller sind als meine Schuhe, du. Eieiei. pH-Wert schlecht. Mhm. Naja. Da ist Bäckerei. Alter, noch ein bisschen bremsen hier. Oh, hier steht ja, hier steht ja auch schon wieder so einiges. Erzähl. Ich werde mir hier mal... Du, die eine kenne ich hier. Da gibt es so ein... Ja, da gibt es so einen Kanal. Ich wusste gar nicht, dass die hier ist. Da gibt es so einen Kanal so hier von Berlin Plays Games, weißt du? Mhm. Der macht so... Der versucht LKW zu fahren, weißt du? Und da ist diese, okay. Und da ist sie immer als Beifahrerin mit dabei. Ah, okay. Ja, okay. Rat mal, wo ich war. Ich weiß nicht. Also ich war in einem Land... Sage ich jetzt mal, wo man eigentlich solche Autos nach Möglichkeit verstecken sollte. Ach, gibt's das? Das gibt's. Ich glaube nicht. Ich war bei deiner Chefin. Oh. Ja. Und was sagt sie? War bei Julia, weil ich mit Julia was besprochen habe. Sag mal, kurze Zwischenfrage. Meinst du, die Torte wird schlecht, wenn die hier so in der Sonne stehen bleibt? Ebo, Salmonellen lässt grüßen. Oder wie war das? Wie viel ist hier drin? Okay. Also, ja, gut. Und? Weiter? Was sagt sie? Ja, ich habe ja mit dem Meier was vor. Ne? Ja. Naja, auf gut Deutsch, ich will den Meier abholen und dem mal zeigen, wie es ist, wenn man hier 4,80 € für den Diesel zahlt. Ja, die Verstehst, Preise sind schon abenteuerlich. Ja, weil die Meier wäre es, glaube ich, am liebsten, wenn man mit dem Ochsengespann arbeiten tut. Möglich, ja. Und jetzt habe ich mit Julia ausgemacht, sie besorgt so ein Ochsengespann. Sie hat ein relativ kleines Feld, wobei klein in Anführungszeichen gesehen werden muss. Ne? Okay. Und dann muss der Meier dieses Feld mit dem Ochsengespann bearbeiten. Ja, das klingt cool. Das ist genau die richtige Arbeit für den. Ja, genau. Und das habe ich mit Julia besprochen. Ja, also sie stellt quasi das Ochsengespann dann zur Verfügung, aber sie muss ja mit dem Meier nicht reden, nicht, dass der irgendwie dann anhand dessen rausfindet, dass sie da involviert ist oder sonstiges. Ja, ja. Hm. Das auszuschließen. Am besten ist sie da gar nicht da, wenn der Meier dann da die Arbeit verrichtet. Ja, bin ich auch mal gespannt. Das wird lustig. Das würde ich mir gerne mit angucken, aber dann mach mal Fotos oder ein Vlog oder sowas. Hey, da mache ich dann ein Video davon. Muss nur aufpassen. Wie der mit dem Ochsengespann auf dem Minifeld dann rumeiert. Ja, ich glaube, die Felder da sind gar nicht so klein, oder? Nein, definitiv nein. Ich durfte mir ja einen von ihren 10 Lexion nochmal ausleihen und dann. Die hat sie alle noch, ja? Ja, bin ich mit ihr mal so eine Runde auf dem Acker gefahren. Also weit sind wir nicht kommen, aber der Kontank voll. Ja, bist einen Tag unterwegs, bis du einmal rum bist. So ja, ungefähr, ja. Nee, aber das klingt doch gut, das kann man doch machen. Ja, erst bin ich Ewigkeiten rumgeiert und wusste gar nicht so richtig, wo ich hin muss. Aber irgendwann habe ich es dann doch gefunden. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ah. Gut, ja, jetzt komm hier, hau mal rein mit dem Kaffee hier. Jo. Komm hier, wir geben den Damen hier auch einen aus hier. Ja, logisch. Welche willst du? Beide nicht übel, wa? Ja. Willst du mit dem Mini-Rock oder mit dem Kleid? Ja, nimm mal, du bist ja schon älter als ich. Nimm du mal die mit dem kurzen Pulli, da musst du den nicht mehr so hochschieben. Ei, das war sexistisch, Entschuldigung. Ja. Er guckt aber echt bald alles drunter weg, du, mein lieber Mann. Wenn die einmal Trampolin springt oder so. Nein, nicht einmal, die muss ja bloß die Arme heben und dann ist schon vorbei. Ja. Wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, ja, ja. Ach, guck mal, wie sie mich anguckt hier, du. Ja, ja. War? Eigentlich alle beide gucken sie dich an, wa? Und der da hinten, der schaut so betrüppelt, so traut sich gar nicht her. Der, was will der denn? Hände in der Tasche? Ey, guck mal, der will verreisen. Die Hände hat er schon eingepackt. Ja. Ja, kurz bevor ich dann von Polen weggefahren bin, ist noch beim Händler eine neue Lieferung eingetroffen. Ja. Mein lieber Schieber, ist das ein Gerät. Erzähl. Du kennst doch diese Nexa-Maschinen, oder? Mhm. Diese langen Geräte, die sind in Polen eingetroffen. Alter Schwede, okay. Ja, konnte ich quasi live ausprobieren. Saugeil, aber für unsere Felder definitiv zu groß. Okay, hierzu, ja. Okay. Ja, die arbeiten mehr auf die Breite oder beziehungsweise in andere Maschinen halt, ne? Ja, ja, ja. Aber ja, mega. Da haben sie sich schon was bei gedacht. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, vielleicht bringt ja der Händler es auf die Kette, mal so einen Vorführer rauszubringen, dass man sich das Ding halt einfach mal in Ruhe angucken kann, weißt du? Man für hier zwar sehr unbrauchbar, aber ey, gucken kostet nichts. Ne, schon richtig. Ja, die kannst du dann in Gegenden brauchen, wo du größere Felder hast. Ja, weiß ich nicht hier. Ja. Hier in Kirchen zum Beispiel. Kirchen fällt mir ein, Ostseeküste, Kreis Minden-Lübbecke, da wo sie die ganzen großen Felder haben hier. Da kannst du das machen. Richtig. Holstein runter. Genau. Da brauchst du sowas. Nordfriesland. Ja. Die müssten auch entsprechend große Felder haben. Absolut richtig. Ja, aber ich nehme an, da das Module sind, du machst den nicht komplett auf dem Hof fertig. Den kannst du damit nicht mehr auf die Straße, oder? Nee, 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 nee. Du fährst quasi die Maschine separat, den, dann hast du einen LKW mit Auflieger. Okay. Ne, der hat zwei Hakenlifter, der nimmt dann quasi das Steckmodul auf, je nachdem, was du halt haben willst. Entweder hast du eine Drehtrommel oder ja, was zum Aussehen. Also kannst das Ding ja verschieden kombinieren. Und das lädst quasi auf einem LKW auf und dann transportierst es. Das hört sich abenteuerlich an. Ja, absolut. Also alleine, no. Gar keine Chance. Hm. Sag mal, ich sehe gerade was, ne? Die Baumeister hier sind da auch nicht mehr ganz edel, oder? Anstatt, dass sie diese Lampe daneben stellen, da wird in diesen Kieselstein ein Loch gebohrt. Ja, die klaut dir keiner. Wird auch keiner weg. Hat das Lochbohren mehr gekostet als die ganze Lampe? Mein Gott, Mensch, wie spät haben wir eigentlich? Ja. Wir haben 9:20 Uhr, ich muss doch langsam mal wach werden, das kann doch wohl nicht angehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Meier da? Also heute Morgen habe ich ihn noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen? Gestern habe ich ihn auch nicht gesehen. Hm. Und vorgestern auch nicht, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht hat er Angst oder so, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ihn schon geholt. Muss ich meinen Igor fragen, ob er sich den schon geschnappt hat. Weil ich habe ja extra 2 Leute dafür beauftragt. Ne? Also ich will ja damit nichts zu tun haben. Ja, ich sag mal so. Offiziell gesehen. Es gibt da so einen Kinofilm. Grüne Tomaten. Kennst du den? Nee. Da ist also, ja, wie soll man sagen, also 2 Freundinnen. Beziehungsweise eigentlich ist die Geschichte so, eine alte Dame im Altenheim. Die hat eine Pflegerin dort oder eine Dame, eine Freundin oder so, die sie ständig besucht und der erzählt sie Geschichten. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall, ich glaube, Itchy heißt die. Und ganz zum Schluss des Films weiß man, die alte Dame ist Itchy. Mhm. Auf jeden Fall erzählt sie, dass sie halt eine Freundin gehabt hat und die wohl auch von ihrem Mann dann schon mal verprügelt und unterdrückt wurde, wie das denn so damals war, ne? So als diese alten Autos da fuhren. Und dann, ich weiß nicht, so 1800 irgendwas, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat Itchy dann irgendwann mal ein Barbecue veranstaltet. Beziehungsweise dann kam die Polizei, weil der Mann verschwunden war. So rum war es. Okay. Und dann haben sie den überall gesucht und nicht gefunden und überhaupt. Und Itchy hat dann ein Barbecue veranstaltet. Ja, an dem dieser Polizist auch teilgenommen hat. Ah ja. Hm, sie hat nicht gesagt, was passiert ist, aber man konnte sich, wenn man den Film so beobachtet hat, man konnte sich denken, woraus dieses Barbecue war. Es fiel mir gerade ein, wo du sagst, vielleicht hat Igor sich den schon geholt. Ja, Igor hat seinen Arbeitsplatz verloren, weißt du? Igor ist da, ja, du kennst ihn. Wieso? Ich meine, du hast ihn ja schon mal gesehen, ne? Also, wenn du ihm das Bier wegnimmst oder die Arbeit wegnimmst, dann ist der unausstehlich. Ja. Ne? Ja, es sind ja immer mehr, die insolvent gehen. Das ist ja das Schlimme. Naja gut, ich bin ja nicht insolvent, ich produziere. Ja. Nicht hier Stute Lebensmittel, ne, kennst du auch, ne? Schwierigkeiten. Ja. Und da kann mir keiner mehr erzählen, dass das alles Misswirtschaft der Firmen ist. Nee, definitiv nicht. Also bei aller Liebe. Ne, ich meine, wenn ich dann schon immer höre, die Kommentare, da muss doch vorher schon was schiefgelaufen sein. Nee, das hat der Meier zu verantworten mit seinem Mist, dass alles teurer wird und... Ja. Genau, so ist es. Dann die Kraftwerke, schon überall diese Windräder hin. Du, ich habe letztens von einem gesehen, der sagt, wenn er aus seinem Fenster guckt, dann guckt er auf 115 Windräder. Oh, nee, ey. Ja, ich kotze ja schon im Strahl, wenn ich auf 2 gucken muss, verstehst? Nicht? Also, sowas wünscht man sich, ne? Nee, gar nicht. Ja, da müssen wir was machen auf jeden Fall. So, Mädels, holt euch noch ein Stück Torte. Jo, und ich muss mal weiter, ich muss mal meine Produktionen abklappern und ja. Genau. Und so weiter und so fort. Und ja, wie es dann weitergeht, ob wir den Meier kidnappen oder nicht oder was wir mit dem machen, ob wir ihn zum Mond schießen, das kriegen wir dann zu sehen im nächsten Vlog. Schaut oder auch nicht. Genau, schaut auch bei den beiden anderen rein und Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao.